Hallo, ich bin Kip und wir spielen heute Zyto. Und nicht wundern, dass wir schon in Welt 2 sind, weil Welt 1 habe ich vorhin gespielt und in der Spieleraufnahme war aber nur ein schwarzer Bildschirm. Jetzt habe ich es ein bisschen anders aufgenommen und damit ich nicht mal nochmals von vorne anfangen muss, spielen wir halt eben ab Welt 2. Diese ist übrigens eine Aufzeichnung, also genießt, entspannt und schaut einfach mal zu, was bei Zyto so passiert. Und los geht's. Wir müssten in diesem Spiel Erinnerungsfragmente einsammeln, um immer die nächste Welt freizuschalten. Und hier sind wir jetzt schon in Level 2. Nein, nicht Level 2, Welt 2. Und wir müssen 140 Punkte sammeln, Erinnerungsfragmente sammeln, um quasi dann in die nächste Welt freizuschalten. Und ja, das ist. Man muss eben viel Geschick beweisen. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Geschicklichkeits- und Puzzlespiel. Und. Ja, manchmal geht auch was daneben, aber das gehört eben zu einem Spiel dazu. Diese Strömung hier, die kann man für sich ausnutzen, aber hier habe ich ein bisschen Probleme, da dran zu kommen. Ah, aber wir sind rausgespült worden. Ja, da muss man eben nochmal von vorne anfangen und ja, und wieder raus aus dem Bild. Blub. Was mir sehr gut gefällt, ist dieses Autsch. Ja, das ist so etwas wie ein Virus oder wie ein eine schädliche Zelle, wo uns dann hier Schaden zufügen kann. Wir sind anscheinend auch im Gehirn von jemandem. Und müssen praktisch diese Erinnerung wiederherstellen, weil unser kleiner Freund hier, mit dem wir spielen, also diese kleine blaue Zelle, redet manchmal mit uns und sagt, ach, ich erinnere mich, dass ich als Kind gerne das und das gemacht habe und so weiter. Aber das werdet ihr gleich sehen. Mir gefällt diese Welt sehr gut. Es erinnert mich an die Zellenphase von Spore. Wo ich auch am liebsten stundenlang spielen könnte. Das ist so ganz entspannend. Ich mag so ganz einfache, runde Formen. Und diese Welt der Mikrobiologie und der Zellbiologie hat mich schon immer fasziniert. Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich auch ein bisschen an so Science-Fiction-Welt oder so. Es hat eine gewisse Ästhetik, diese Welt oder dieser Form des Spiels, des Styles. Apropos Spiele, ihr habt vielleicht schon gesehen, aber ich werde es auch nochmal hier verlinken. Ich habe jetzt einen extra Kanal, wo ich lange Spielvideos hochlade. Da ist jetzt noch nichts drauf, bloß ein einziges Video vom Splatoon Splatfest. Das ist quasi ein Testvideo und geschafft. Und da werde ich so lange Spiele, wo ich auf der Switch vor allem spiele, dann hochladen. Auf diesem Kanal hier wird es Science-Fiction-Videos geben zu Science-Fiction-Themen und natürlich weiterhin Games und Gaming-Streams. Blub. Und was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, wegen Science-Fiction. Das Format Science-Fiction Laboratory, wo ich jetzt schon Videos gemacht habe zum Thema Dreepods, die dreibeinigen Herrscher, möchte ich
auch mehrere Videos machen, weiter Videos machen zum Thema Science Fiction und auch so das Thema Science Fiction in Geschichten, wie Geschichten, Spielen, Comics oder Serien, Filme und so weiter, wo nicht eigentlich keine Science als Genre Science Fiction gedacht ist. Da habe ich schon ein paar Ideen, aber ihr seid natürlich auch, also ihr dürft auch mir Vorschläge gerne schreiben, am besten in die Kommentare immer von jedem Video, welche Filme oder Serien oder auch Bücher, Comics, Zeichentrickserien und so weiter ich mal thematisieren soll und da mal gucken soll, gibt es da ein Science-Fiction-Thema dran? Was Strömung rauf, Strömung runter. Das erinnert mich ein bisschen an so Blutkörperchen. Das ist bestimmt auch ein tolles Spiel, so Blutzellen zu spielen. Cool. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also als Beispiel, das möchte ich jetzt als nächstes im Science Fiction Laboratory Format bringen, ist der Film bzw. die Filme zur Monster AG. Also Monster AG, Monster University und Monsters at Work. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist denn da für ein Science-Fiction-Thema? Ja, habe ich vor. Na, da komme ich nicht ran, weil mit dem grünen Schleim kann man nämlich nicht schnalzen, sondern sich nur weit weg bewegen. Und ja, die Strömung hat mich nicht aufgenommen. Da lasst ihr euch mal überraschen. Da habe ich nämlich was gefunden, aber nicht gefunden, aber ein paar Gedanken und Ideen, was zur Science-Fiction beitragen kann, nicht beitragen kann, aber was halt Science-Fiction-Thema sein könnte. In diesem Spiel Zyto kann man übrigens auch ins nächste Kapitel kommen, wenn man überhaupt keine. Oh, als Kind liebte ich es, auf Gelee rumzuspringen. Boing. Das ist so dieser Gelee Schleim oder Glibber oder was da auf den Zellen drauf ist, wo man dann so springen kann. Da muss man den richtigen Winkel treffen, dass man auch richtig runterfällt ins Ziel. Ja, lasst euch mal überraschen. Ich habe auf meinem Zweitkanal King Trollex Club ja neben Videos über die Trolls jetzt auch Videos zur Welt der Monster AG. Und aber die in Anführungszeichen dokumentarischen Videos wird es hier geben auf diesem Kanal. Auf King Trollex Club ist erstens sind die Videos dort englischsprachig. Jetzt hat's geklappt, schön. Sind dort als erstes zumal die Videos englischsprachig und zum zweiten ist es ein Spaßkanal, ein Unterhaltungskanal, wo es Chat-Stories gibt, also Fanfiction in Form von Chat-Stories. Oder auch, das ist neu, Timelapse, also Zeitraffer-Videos übers Zeichnen, wo ich dann Fanart zeichne. Auch hier könnt ihr gerne Vorschläge machen, soll ich mal ein bestimmtes Bild zeichnen und dann kann ich das davon ein Video machen, wie ich dann da zeichne. Ja, das sind so die Pläne. An allererster Stelle ist den richtigen Winkel muss man treffen. Was man im Spiel zugute halten muss, ist, es zeigt, es markiert die Wege, die man vorher gemacht hat, damit man nicht ganz so planlos wieder von vorne anfängt. Also so ein Spiel kann auch richtig fies sein, dass man wirklich von vorne anfangen muss und den alten Weg nicht weiß. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also das, dann kann ich da gerne auch Videos dazu machen. So ein Timelapse, wie ich zeichne. Sollte aber zum Thema passen. Also ich will jetzt nicht alles Mögliche zeichnen, wo ich vielleicht nicht weiß, ob ich es kann. Also Thema ist allen voran Trolls oder Monster AG bzw. Pixar-Themen. Ja.
Oder wenn ihr mal sehen wollt, wenn ich meine eigenen Figuren aus meinem eigenen Comic-Projekt zeichne, als Timelapse-Video, das könnte ich dann auch machen. Also abonniert gerne dann den Kanal, wenn euch das interessiert, King Trollix Club. Und also keine Angst, das sind jetzt nicht nur Trolls-Videos, sondern wie schon bereits erwähnt. Ja. Dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt hier aufnehme, heute am 30. August, habe ich auch Geburtstag. Habe jetzt diese Woche noch frei. Bin am fieberhaften am Überlegen, wie es weitergehen soll. Jetzt steht ja der Herbst vor der Tür. Ich meine damit jetzt nicht YouTube oder so, sondern so allgemein das Leben. Wie es weitergehen soll. Boah, der ist nochmal an dieselbe Stelle zurück. Haha, cool. Ne, das war nix. Man macht sich eben so Gedanken, wenn man ein gewisses Alter hat. Klar, es gibt Leute, die sind so alt wie ich oder noch älter wie ich, die nochmal irgendwo von vorne anfangen. Aber mein großer Traum ist und bleibt einfach, mich mit meiner eigenen Firma selbstständig machen. Also sprich mit dem Comic-Verlag selbstständig machen. Was natürlich eine Geldfrage ist. Es regt mich immer wieder auf, wenn Leute sagen, ach, Geld ist nicht alles und Geld macht nicht glücklich. Bei mir ist es aber so, ich bin nicht derjenige, wo sagt, oder ich bin nicht so ein Typ, wo sagt, boah, ich würde gerne im Lotto gewinnen, damit ich mir ein großes Auto, Haus, Auto und so weiter leisten kann, so hier, Flex, Flex, sondern geschafft, auch wenn ich zwei Erinnerungsfragmente liegen gelassen habe. Sondern das größte Gut ist einfach die Freiheit. Also wenn man die Freiheit hat, machen zu können, was man möchte. Wenn man auf eine Arbeitsstelle angewiesen ist, also finanziell angewiesen ist, die einem, ich sage jetzt mal, nicht so glücklich macht, dann kann das schon sehr zermürbend sein. Auf der anderen Seite, ich beschwere mich immer darüber, dass Leute auf hohem Niveau jammern und sagen, ja, du hast einen Job, du hast ein geregeltes Einkommen und so weiter und so fort. Du hast ja noch deine Hobbys. Das Problem ist, man verbringt mit seinem Beruf oder mit seiner Arbeit wirklich eine lange Zeit. Ja, und wenn man sich das ausrechnet, das sind, wenn man am Tag 8 Stunden arbeitet, zum Beispiel, na, da komme ich nicht dran, na, nochmal anfangen. Was wollte ich jetzt sagen? Dann, dann verbringt man statistisch gesehen schon sehr viel Zeit in seinem Beruf. Und, das ist halt so ein Problem, wenn man damit nicht zufrieden ist. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ja, das ist jetzt ein schlechter Job oder, aber man kommt manchmal, man kommt vielleicht irgendwann an einen Punkt, wo man sich fragt, naja, war das jetzt alles? Das ist jetzt, was mein Leben ausmacht. Jetzt muss ich eigentlich, was weiß ich, bis zur Rente. Und dann hört ja das Berufsleben auf, aber das Leben nicht. Und ich würde eben gerne nochmal was anderes machen, solange ich noch in Anführungszeichen jung genug dafür bin. Jetzt bin ich ja auch kein Teenager mehr. Aber ich bin ja auch noch blub. Das sind diese Zellen, wo man so durchbrechen kann. Ja, nee, es hat nicht geklappt. Hat nicht gereicht. Aber ich bin jetzt auch noch nicht in dem Alter, wo man jetzt sagt, boah, alter Mann, ja. Der Witz ist der, ich weiß eigentlich, was ich machen möchte. Aber es ist halt wirklich... Ja, und jetzt zack und
dob sich oben an der Decke an oder nein, ja, ich dob's an. Aber es ist eben, ja, es ist ein finanzielles Thema. Ne? Wenn ich dran denke, wenn ich jetzt angenommen, ich sage jetzt mal nur eine Zahl, 1 Million Euro plötzlich auf dem Konto hätte, 90% meiner Probleme, die ich momentan habe, würden sich in Luft auflösen. Das ist tatsächlich so. Das war ganz knapp. Aber wie gesagt, wie löst man das? Wie löst man das Problem? Ich sage immer so, Geld hat eben auch den Vorteil, man kann es sich ansparen. Ne? Also man kann auch sagen, ich spare jetzt eine gewisse Weile, arbeite und spare eine gewisse Weile und dann gucke ich, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, man kann nie etwas planen und sagen, also ich mache das jetzt die nächsten 5 Jahre so und so und dann mache ich da das und das. Also ich hatte schon Schulkameraden und Schulkameradinnen, die gesagt haben in der Berufsausbildung, ja, ich arbeite nur bis zu dem Alter und dann möchte ich nochmal was anderes machen. Aber du weißt ja gar nicht, was in 5 Jahren ist, was in 10 Jahren ist und so weiter. Du weißt nicht mal, was im nächsten Jahr ist. Das weiß einfach niemand. Deswegen, für die Zukunft planen ist schon wichtig, aber man kann sich nicht auf die Zukunft verlassen. Ja? Also man kann nicht sagen, ja, wenn ich zum Beispiel, wenn ich 30 bin, dann mache ich das und wenn ich 35 bin, mache ich das. Also man hört es oft sagen, ja, ich werde vor 30 will ich kein Kind haben, ich will erst mich beruflich festigen und Karriere machen, also was auch man immer nur Karriere versteht. Aber das ist einfach, meiner Meinung nach, das ist Quatsch. Das ist einfach, man kann das nicht vorhersagen oder sagen, also geschafft. Weil man nie weiß, was dazwischen kommt. Ne? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, Menschen verändern sich auch. Vielleicht hat man irgendwann andere Interessen oder die Interessen ändern sich auch. Und dann hat man aber trotzdem sich da diesen Beruf oder diese Arbeit. Und wenn es dann auch von der Ausbildung her etwas ist, wo sehr unflexibel ist, also unflexibel im Sinne von, es gibt nicht sehr viele Möglichkeiten, ja, was anderes zu machen, und dann steht man da, ne? Und das ist einfach, ja, das sind so die Dinge, die beschäftigen mich dann. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich diesen Kanal habe, wo ich mich mit Science Fiction und Wissenschaft beschäftige, weil ich das beruflich allerhöchste Wahrscheinlichkeit niemals machen könnte, ne? Oder niemals machen werde. Es war halt als Kind mein Traum, irgendwas mit Wissenschaft zu machen, sowas zu studieren, also Biologie oder was Naturwissenschaftliches. Aber es hat halt alles nicht so geklappt. Man hat falsche Entscheidungen getroffen. Oder was heißt falsche Entscheidungen? Entscheidungen, wo zu dem Zeitpunkt schon richtig waren oder jetzt nicht so dumm waren, ne? Aber eben nicht zu Ende gedacht. Und es gab mal einen Zeitpunkt in meinem Leben, da hätte ich mich anders entscheiden können und ich habe mich aber in Anführungszeichen für das Vernünftigere entschieden. Und das ist so etwas, was mich aufregt. Man soll immer so vernünftig sein. Aber was ist vernünftig? Das ist eben was ich mir schon durch den Kopf gehen gelassen habe, war, dass ich mir gesagt habe, hey, vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo ich sage, ich höre einfach auf mit dem, was ich jetzt mache und riskiere es einfach. Es gibt da einen
ein sehr interessantes, starkes Zitat aus der Science-Fiction-Serie Flash Forward. Leider hat es die Serie nie über die erste Staffel geschafft, wo Menschen ihre Zukunft gesehen haben und manche haben auseinandergerissen. Und manche haben eben keine schönen Sachen gesehen in der Zukunft und haben dann gedacht, sie könnten das Schicksal verändern. Ja, also praktisch zu sagen, wenn ich das und das nicht mache, dann tritt das einfach nicht ein. Und da gab es dann ein sehr starkes Zitat in dieser Serie, nämlich hat dann einer gesagt, das Universum wird dich zwingen, die Zukunft zu erleben, die du gesehen hast. Und ja, und hier ist es vielleicht ähnlich. Vielleicht muss man das Universum zu einer Entscheidung zwingen. Dass man sagt, ja, ich mache jetzt einfach mal, von wo ich der Meinung bin, das ist gut für mich, auch wenn es unvernünftig ist. Aber es ist vielleicht besser, dann auf die Nase zu fallen, wie ja, sich vorzuwerfen, man hat es nicht versucht. Das ist ein bisschen Real Talk jetzt zu diesem Spiel, weil wie ich bei der ersten Aufnahme habe ich sehr viel geredet bei dem Spiel und die Aufnahme ist ja wie gesagt nichts geworden. Ich habe auch zur Zeit bei der Aufnahme so ein komisches Rauschen im Hintergrund, keine Ahnung wo das herkommt. Ich konnte es bisher nicht beheben, es tut mir leid. Ich hoffe es ist soweit ganz blub, ganz in Ordnung. Ja, abschließend möchte ich noch sagen zu diesem Real Talk Thema, dass man mir halt auch immer wieder sagt, boah, du bist aber voll gut in deinem Beruf, in deinem Job und machst doch deine Arbeit so gut. Ist es nicht irgendwie ein Widerspruch, sich nicht wohlzufühlen, obwohl man gut ist? Da möchte ich noch dazu, nur dazu sagen, warum gibt es dann Ärzte, promovierte Herzchirurgen und so weiter, die mit über 60 urplötzlich aus ihrem Job oder aus ihrem Beruf rausgehen und LKW-Fahrer werden. Warum werden Rechtsanwälte, was weiß ich, Landwirte? Warum eine studierte Betriebswirtin, die Management und Marketing bei einer großen Autofirma ist, warum züchtet die jetzt plötzlich Pferde? Oder Alpakas oder sowas? Ja, nur weil man in etwas gut ist, heißt es ja noch lange nicht, dass man damit auch glücklich ist, finde ich. Und vielleicht ist man mit etwas glücklicher, wo man vielleicht jetzt nicht perfekt ist, aber sich einfach wohler damit fühlt. Und ja. Also wie gesagt, das wäre so etwas, was ich am liebsten machen würde. Mit meinem eigenen Verlag mich selbstständig zu machen. So, ja, dieser Part ist nicht sehr einfach. Ich weiß noch nicht, ob ich da weiterkomme. Weil jetzt drehen sich die Zellen. Na, und da will ich abspringen und dann lasse ich los und es geht doch nicht. Eben weil sich's dreht, ja. Okay. Moment. So, das soll's dann für heute auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Zyto gibt es auf Steam. Ich meine kostenlos. Aber ich möchte jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich habe jetzt das Spiel schon eine Weile auf der Platte. Ich werde euch einen Link unten in die Beschreibung setzen. Und ja, schreibt mir mal, welche Themen euch so interessieren würden. Wie gesagt, nennt mir mal querfeld ein Serien, Filme, whatever, Comics. Und lasst mich mal analysieren, gibt es irgendein Science-Fiction-Feature oder Hintergrund hinter dem Ganzen. Das war's. Bleibt gesund, bleibt neugierig und bis bald. Tschüss.